Für ein Klassenfest wurden Brötchen im Wert von 24 Euro gekauft. Wir wissen, dass es nur Weizenbrötchen und Vollkornbrötchen waren. Und wir wissen, dass ein Weizenbrötchen 30 Cent und ein Vollkornbrötchen 50 Cent kostet. Damit wir jetzt eine Gleichung aufstellen können, müssen wir Variablen festlegen. Üblicherweise nehmen wir x und y. Ich sage, x ist jetzt die Anzahl an Weizenbrötchen, die wir gekauft haben. Und y ist die Anzahl an Vollkornbrötchen. Jetzt wissen wir, wir haben für diese Anzahl an Weizenbrötchen und die Anzahl an Vollkornbrötchen insgesamt 24 Euro bezahlt. Ein Weizenbrötchen hat dabei 30 Cent gekostet. Ja, das heißt, ich kriege den Preis für die Weizenbrötchen raus, indem ich 30 Cent mal die Anzahl der Weizenbrötchen rechne. Und genauso den Preis für ein Vollkornbrötchen, also 50 Cent, mal die Anzahl an Vollkornbrötchen, die ich gekauft habe. Und das ergibt dann zusammen 24 Euro. Also, Anzahl an Weizenbrötchen mal der Preis für die Weizenbrötchen plus Anzahl der Vollkornbrötchen mal der Preis für die Vollkornbrötchen ergibt den Gesamtpreis, den wir ausgegeben haben. Das gesamte Geld, was wir ausgegeben haben. Damit wir hier jetzt eine Funktion in der Form rausbekommen, wie wir sie behandelt haben, müssen wir noch y umstellen. Das kann ich mit mehreren Schritten machen. Ich gebe euch jetzt vor, dass da rauskommt minus 0,6x plus 48. Könnt ihr nachvollziehen, wenn ihr es wirklich nicht versteht, fragt er mich nochmal. Jetzt habe ich hier diese Gleichung und kann damit Werte berechnen für die Anzahl an Vollkornbrötchen, und zwar indem ich bestimmte Anzahl an Weizenbrötchen einsetze. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe für x1 eingesetzt, heißt ich habe ein Weizenbrötchen gekauft, dann müsste ich 47,4 Vollkornbrötchen kaufen. Sehen wir, mit 1 funktioniert es nicht so richtig, weil eine ungerade Anzahl von, also eine gebrochene Anzahl von Vollkornbrötchen kriegt man nicht im Laden. Deswegen muss man sozusagen nach einem Wert suchen, für den das Ganze funktioniert. Das kann ich entweder durch Probieren lösen oder ich überlege geschickt. Und wenn ich dir wirklich geschickt vorgehe beim Überlegen, finde ich raus, dass wenn ich 5 Weizenbrötchen kaufe, also hier für x die 5 einsetze, dann muss ich noch 45 Vollkornbrötchen kaufen und habe insgesamt 24 Euro ausgegeben. Und genauso kann man weitere Wertepaare finden.